Jetzt kommt, denn es ist ein Lied der Lagerfeuerromantik. Yeah. Yeah. Eine Sommerballade 2015, neu interpretiert von mir. Taschentücher raus, Feuerzeuge an. Er halt, halt, nein, nein, Brandschutz, Brandschutz. Dennoch, Tränen lügen nicht. Gewaltsam hier von der improvisierten Bühne zerrt, weil ich die 20 Minuten schon längst überschritten habe, möchte ich zum Ende kommen und auch allen Lehrern danken, die es bisher kein Lied bekommen haben. Ihr seid verdammt gut weggekommen. Nun, an dieser Stelle möchte ich danken der Frau Düker, der Frau Bischof. Ich will doch nur spielen. Den Werwolf frisst mich nicht. Jawohl, vielen Dank an meinen Neubauer. Vielleicht kriege ich nach der Präsentation mein Zertifikat irgendwann mal. Herzlichen Dank auch an Frau Pott. Sie hatte mich nicht in Mathe und ich weiß, sie können Wunder vollbringen. Auch ein herzliches Dankeschön an Frau Scharrer, an Frau Schmidt. Ja. Frau Scharrer und Frau Schmidt, Gott liebt sie. Vielen Dank auch an Frau Tursch und vielen Dank an Frau Neuendorf. Selber denken, das ist cool. Und Kinder denken Sachen. Ja, auch da vielen Dank. Auch herzlichen Dank, Herrn Satz, in den im verschwundenen Stand oder in den Ruhestand. Er wird immer noch vermisst. Wir wünschen ihm gute Besserung, weil es ist ja gesundheitlich nicht so. Ab heute ist er wieder da. So, ich möchte zusätzlich noch den drei charmanten Damen aus Plektoriat danken. Frau Walter, Frau Hackner und Frau Linsmeier. Ich danke unserer Frau Wittmann, die uns die Flure und die Klassenzimmer sauber hält, was unser Chaos-System so ist. Auch Herrn Fitztum, unserem Hausmeister, vielen Dank im Gedenken. Und auch vielen Dank an Herrn Heger, der seine Aufgabe übernommen hat. Nun, und wem ich noch danken möchte, ist Florian Zilke. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Er steht auf unserer Lehrerliste. Zietzke. Okay. Wer auch immer das sein mag, schon mal jetzt ganz, ganz. Jeder kennt ihn. Anscheinend. Die neue
Fax. Die Lok mit Blattgoldglanz. Mit vielen Frauen. Mit Kunst, Musik und Tanz. Und unsere Tradition hält, was sie verspricht. Auch in 60 Jahren. Die Mikrowelle gibt's immer noch nicht.